Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von OMSI 2, der OMSI Bus Simulator. Heute auf der Map Düsseldorf VIP. Wir fahren mit einem Neoplan. Container heißt dieser Typ hier aus dem polnischen OMSI 2 Forum auf der, wie gesagt, Map Düsseldorf VIP mit der Linie 775. Das ist übrigens die einzige Linie, die fahrbar ist von Düsseldorf S-Bahnhof zur JVA und Düsseldorf. Einmal eine Fahrkarte. Gerne. 5, 2, 10, 20, 30. Noch kleiner Dienstwunsch. Das hier ist nicht unbedingt eine Eurokasse, okay. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Ja, das hier ist die Neuaufnahme dieses Let's Plays. Ich habe das schon mal aufgenommen und veröffentlicht. Nur beim ersten Mal, wenn ihr das geguckt habt, habt ihr ja gehört, die Vögel im Hintergrund. Dieses Mal sind keine Vögel dabei. Ich verspreche es euch. Deswegen nehme ich das Ganze nochmal neu auf. Die Karte ist noch im Beta-Stadium, das heißt, es können noch Fehler vorhanden sein. Es wäre nett von euch, wenn ihr Fehler sehen würdet, die in die Kommentare zu schreiben. Übrigens, dass hier keine Haltestellen angesagt werden, ist kein Fehler, die werden in diesem Bus nicht angesagt. Ich habe keine Ahnung warum, ich habe es schon ausprobiert, es funktioniert nicht. Aber es sind Ansagen später in der Download-Version natürlich enthalten. Unsere nächste Haltestelle ist Wittener Straße. Höchstgeschwindigkeit ist eigentlich hier 30 km/h, wie ihr in der roten Schrift seht, halte ich das nicht so unbedingt ein. Und dass die Autos hier so eng an der Haltestelle stehen, ist übrigens auch real. Das heißt, ich habe das ja mit Google Earth hier gemacht, die Karte. Und da standen die Autos auch so dicht halt bei der Haltestelle. Dann habe ich das hier an der Karte halt auch so umgesetzt. Ist halt nur real. Es ist halt nur gucken, wer hier rauskommt. Eigentlich fährt der Bus ja noch weiter bis zu Rating Ost S-Bahnhof. Den Teil habe ich aber noch nicht umgesetzt. Wird aber wahrscheinlich noch folgen. Die ganzen Gebäude, die ihr seht, sind aus Berlin. Das heißt, die sind nicht real. Ich habe es aber versucht, so real wie möglich zu setzen. Das heißt, die Gebäude, die da stehen, stehen auch so in 50%iger Übereinstimmung auch in der Realität da. Hey, der ist über Rot gefahren, schon Fehler davon. Muss ich nochmal gucken. Mal gucken, ob ich noch einen Fehler finde. Oder ihr noch einen Fehler findet. Unsere nächste Haltestelle ist Oberhausener Straße. Oh, da ist auch noch ein Fehler, habt ihr gesehen? Das Auto ist aufgeploppt, da muss ich auch nochmal gucken. Ist ja auch noch eine Beta. Wie gesagt, ist noch nicht fertig, die Karte. Ja, ich bin ein bisschen zu weit gefahren. Tut mir natürlich leid. Der Bus, den wir hier übrigens fahren, diesen Neoplan-Container, fährt auch fuhr in der Realität. Ich muss sagen fuhr, weil es die Linie seit letztes Jahr nicht mehr gibt. Heute fährt er die Linie, Hallo, ich hätte gerne einen Fahrschein. 757. Fährt aber ein bisschen anders als die 775, wo es die noch gab. So gut. Ja, wie seht, ist ein Bug drauf. Da habe ich noch was vor, ist aber eine Überraschung. Später für V1.0 oder für V1.1 habe ich dann eine Überraschung vor.
Die Autos fahren aber bei Grün, das heißt, hier ist nicht noch ein Fehler. Das ist schon mal gut. Ihr merkt, die Straßen sind ziemlich eng. Das ist aber auch real. Ich habe ja Google Earth, wie ich schon erwähnt habe, benutzt dafür. Es gibt da dieses Tool Lineal, da habe ich die realen, also die reale Breite abgemessen und so ist es halt so breit geworden, also so schmal. Also ist das auch real. Hier kommt eine Brücke, die habe ich übrigens gebastelt. Nicht mit Blender, sondern mit Objekten. Weil ich keine passende gefunden habe. Unsere nächste Haltestelle ist JVA Düsseldorf. Ich habe gesagt, du bist für den Zugsanscheid. Ihr habt gesehen, ich habe die Kollisionen aus. Und wie ihr gemerkt habt, sind wir jetzt für eine Haltestelle über die Grenze von Düsseldorf auf Ratinger Stadtgebiet gefahren. An den Orientierungsschildern habt ihr das vielleicht gemerkt. Der eine Kilometer, der da angegeben ist, ist vielleicht nicht ganz realistisch, ist vielleicht weniger. Das Einzige, was hier vielleicht nicht realistisch ist. Die JVA ist übrigens auch nicht realistisch, die Wendeschleife ist aber real. Also die JVA ist fiktiv, aber die Wendeschleife ist, so wie sie hier steht, eigentlich zu 50% real. Und wie ihr seht, sind wir schon an unserer Endhaltestelle angekommen. Ja, das war's schon. Das ist eine ziemlich kleine Linie. Wie ihr seht, ist hier keine Deko, aber das hängt jetzt mit der Jahreszeit zusammen. Das heißt, wenn ihr im Sommer diese Karte spielt, sieht sie anders aus als jetzt. Ihr müsst jetzt nicht in die Kommentare schreiben, ah, das sind keine Details. Hier sind schon Details, die sieht man auch einigermaßen hier noch. Nur, wir haben ja jetzt Herbst, wie ihr hier oben an der roten Schrift erkennen könnt. Wir haben heute ja den 27.10. Das ist übrigens das reale Datum. Und wir haben jetzt 12.32 Uhr, das heißt, die Uhrzeit stimmt nicht so ganz. Der Fahrplan ist übrigens auch real. Das heißt, der Bus fährt in der Realität alle 20 Minuten zur JVA. Also fährt er hier auch alle 20 Minuten. Und ich würde sagen, das war's mit diesem kleinen letzten Test um sie 2. Ein Einblick in die Map Düsseldorf. Ich hoffe, die Karte gefällt euch und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet, wenn es wieder heißt Let's Play um sie 2 auf Sabine. Bis dahin, tschüss!